Donnerwag und herzlich willkommen zu einem weiteren mit Rundum Battle mit Flo zusammen. Hallo, Flo. Hallo, ich find's so witzig, wie du immer am Anfang eines Metronom Battles immer wieder neu motiviert bist. Und ich wette, in Zug 3 hast du schon keine Lust. Ich habe jetzt schon keine Lust. Willkommen zu einem neuen Metronom Battle. Was machen wir heute? Ja, die hier. Hier, die. Gegen die hier. Ihr wisst Bescheid. Purpuroros und Demailoros. Was ist los mit dir? Purpuroros? Siegeswille triggert instant, Alter. Angriff steigt stark. Übel nice. Mega gut. Übel nice. Ruhe, ne? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Super geil. Ja. Ja, mega nice. Groudenboy und Kyogreboy, ja. Denn wir haben was rausgefunden, Leute. Haben wir. Interessanterweise haben die sehr viele Ähnlichkeiten mit Grodon, Kyogre und Rayquaza, denn die spiegeln alle ein Element von den einzelnen Sachen wieder. Das stimmt. Urios ist der Wind und Rayquaza ist ja die Luft und so. Und, ne, und so weiter und so fort. Könnt ihr drüber nachdenken. Voltolos ist halt der Regen. Immer schön Zeitenlärm raushauen. Und so weiter. Ja. Zeitenlärm ist gut. Ist einfach. Boah, mega gut, nice. Ich freue mich so. Tropenkick. Angriffsdrop. Instant. Oder Bam. Geht meine Strategy. Meine Strategy geht so hart auf gleich, Alter. So heftig, bestimmt. Ja, aber du hast gerade keinen Drop bekommen, oder? Ja, bringt halt eh nichts. Durch Tropenkick. Aber ich habe tatsächlich auch auf diesen drei Mons, ne? Ist. Set Heilwoge. Schade. Du wolltest mich heilen, aber ich habe ja gar keinen Schaden. Aber ich habe tatsächlich auf diesen drei Mons richtig nice Strategies. Ja, ist schön. Ja. Ja. Ich bin gespannt, ob sie aufgehen. Klar, werden. Bestimmt. Aber Siegeswille ist ja schon mal, hat ja schon mal getriggert. Ja, ja, Spaß keine Runde, was hältst du davon? Mega guter Attacker, Alter. Mega gut, nice. Glaube ich. Hieß? Angriff sinkt. Siegeswille triggert. Ist einfach mega nice. Siegeswille. Ist einfach mega nice. Und Schnurkraut. Was soll ich dazu noch sagen, Alter? Ganz ehrlich, was soll ich da. Was aber soll ich dazu noch. Was soll ich da. Jetzt noch die Regeln sagen, na klar. Ich hab's gesagt, am Runde 3 bist du übelst bist. Alter. Aber auf wie viel. Mein Voltolos ist doch jetzt auf plus 5 oder plus nicht. 6 oder ich nicht? Ich peile es einfach nicht. Ey, du heilst dich gerade, ist doch gut. Ja, ist mega nice. Aber wenn was dein Scheißvieh ist auf plus 18, da sind die Egelsamen drauf, das eine Vieh muss mich nur angreifen, das ist alles instant RIP. Mega gut, dass ich mich geheilt habe. Ja. Anstatt das Vieh einfach mal anzugreifen und versuchen rauszunehmen. Ja, ist mega gut. Ja, momentan sind wir alle beide noch fit, also noch ist alles drin. Ja, mit Blattwerk auf jeden Fall, ist mega nice. Ja, cool, greif mich an. Guck mal, das macht richtig Schaden. Was macht Kyogreboy? Bitte irgendwas physisches. Ja, bitte Explosion einfach. Himmelhieb, ja, ist physisch, wird resisted. Das macht ja nichts. Belebekraft, Fluchtknopf, ich verstehe. Damit sind die Strategies am Start. Damit sind die Egelsamen auch weg, Alter. Hey, krass, wie man eben schon gesehen hat, wie deine KP wieder voll waren. Ja, stimmt. Super interessant. Aber. Ja, aber wie Himmelhieb gar nichts gemacht hat, ich bin auf plus 5 oder nicht? Ja, weil du kacke bist. Ja, halt wirklich. Ja. Du kackiger Kackmist-Sau-Dings. Boah, da macht das viel, viel mehr von Demeteros alles, was es macht. Ja, Demeteros ist ja auch das Krasseste. Gewalt. Leben ob. Du droppst meinen Angriff. Ah ja, cool. Weißt du, was das ja, heißt? Ja, ich weiß, was das heißt. Cool. Hey. Jetzt müsste ich wirklich auf plus 6 sein, spätestens. Alter, wie heftig dieser Siegeswille getriggert wird, einfach des Todes. Aber Kyogreboy ist schon ziemlich angeschlagen. Vor allem der auch. Jetzt komm, jetzt hau einen Steinhagel raus. Bitte. Donnerzahn ist. Nicht okay. Alter, wie viel geheilt wird hier? Ah. Obwohl ich auf plus 6 bin, läuft es für dich halt echt gar nicht so schlecht, wenn du mal drüber nachdenkst. Silberhauch. Jetzt der Boost noch. Ja, klar, bestimmt. Na ja, nee. So viel Glück habe ich auf jeden Fall. Wär aber auch so viel Glück habe ich auf jeden Fall. Eissturm, ja, nimm mich raus instant. Mega nice. Ich glaube schon, das könnte wehtun. Ein KP. Not bad. Gena. Soll ich alleine kommentieren? Ja, oder? Bitte, kommentier bitte. Bitte, in Zukunft immer alle mit Renom-Battles, Alter. Ja, ich glaube, wir brauchen dich sowieso. Nee. Ich übernehme den Kanal. Kein jetzt Stück. Einfach.
Soling mache ich ja, auch alleine bitte. Weiter, ja, das geht schon bitte. Klar. Säurespeier. Haben wir sowieso verloren. Oh, Spoiler. Ja, ist durch, Soling. Metronom Battles auch, alles ist durch. Wäre witzig, wenn wir im nächsten Part wirklich dann verkacken. Haben wir vielleicht schon, wer weiß. Vielleicht, das ja. Das mega nice Psychofeld. Psychosamen triggern. Irgendwer wird die spielen, oder? Bestimmt. Oh, ich bin enttäuscht. Ich auch. Boah, aber wie krass OP dieses Demeteros einfach ist. Nassschweif, ja, RIP. Oh, das tankst du? Natürlich. Der hat wirklich das Leben. Oh, Alter. Na klar. Sind die Strategies. Knochenharz. War jetzt nicht so clever. Ja komm, du musst jetzt einmal nur richtig gut abliefern. Ja. So eine Eisattacke oder so. Und dann war es 1 KP und 6 KP. Ist übrigens ziemlich nice. Ja. Während Kyogre Boy auf plus 6 erstmal schläft eine Runde. Ja, das ist meine einzige Hoffnung. Dass es weiter schläft. Ja, jetzt mach mal was. Hornbohrer, siehste, ist. Ist mega, schlecht. Mega gut. Ja, an sich war es nicht. Das nimmt jetzt irgendeins raus halt. Oder beide am besten noch. Zuflucht. Glück gehabt nochmal für dich. Mal sehen, was du jetzt machst. Dann könnt ihr ja mal was Richtiges machen. Ja, Einigler mit einem KP. Einigler zum Beispiel. Perfekt. Einfach nur perfekt. Aber wenn jetzt Walzer kommt, wird's crazy. Ja, richtig crazy wird das dann. Ja, dann nimmst du auf jeden Fall, Voltolos nimmst du dann raus. Warum sollte ich sein Voltolos rausnehmen? Glaube ich schon. Quatsch. Scheiß mache ich. Ja, wahrscheinlich nicht, aber Gigastoß, das ist gar nicht so bad. Geht nur auf den Falschen. Weil ich glaube, ja, wobei, geht das auf den Falschen? Vor Groudon Boy musst du halt auch ein bisschen Angst haben. Ich muss vor gar nichts Angst haben. Blitzkanone. Stell mal vor, das wäre, aber Voltabsorber, du, hättest du das nicht absorbiert dann? Ziehst du das nicht auch an? Wachst du jetzt auf? Nee, wachst du jetzt deswegen auf? Ich kotz ab, Alter. Aber ich wär sowieso, glaube ich, aufgewacht jetzt. Also die Wahrscheinlichkeit wäre schon sehr hoch. Brrr. Naja, nicht ganz so schlimm, aber schon witzig. Wäre nice gewesen, wenn du mich mit Gene eingeschläfert hättest und im gleichen Zug direkt danach mit Insomnia wieder aufgeweckt hättest. Ja, wäre nice gewesen. Das wäre nice gewesen. Wirbelwind. Oh ja, gib mir. Oh ja. Gut, dass ich nicht mehr angreifen darf. Es ist so nett, Alter. Oh, herrlich. Freue mich. Und Groudon Ball finisht jetzt mit der Steinkante. Wahrscheinlich. Donnerschlag, ja, ist auch okay. Oder Donnerschlag, ja. Den nehme ich auf. Ja, klar. Ja. Aber vielleicht kriegst du ja die Cat, wenn du den triggert Belebekraft nochmal. Noch kannst du auswechseln. Noch ist es möglich. Eisplitter, das ist nicht bad. Das ist ziemlich gut. Ja, aber du hast noch ein komplett fittes und ich habe 3 Pokémon, die fast down sind. Ja, was aber relativ ausgeglichen dann sein kann. Ja, genau. Hey, zwei Pokémon gegen halt 3 Viertel. So, was sagst du, Rayquaza Boy? Ja, dachte ich mir, dass sowas kommt. Ist, naja. Ist unerwartet, der Name. Ja, jetzt, sehr oder? Unerwartet. Sehr unerwartet. Hm. Ja. Aber es ist tatsächlich faszinierend. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die zusammenhängen, einfach. Die drei. Tun sie ja nicht direkt. Nicht direkt, aber sie haben ja super viele Parallelen. Deswegen glaube ich schon, dass da eine gewisse Inspiration und ein kleiner Zusammenhang existiert. Also mit Heilattacken hast du es auf jeden Fall in dieser Runde. Hab ich? Muss man sagen, es ist noch kein Pokémon von dir gestorben. Das stimmt. Aber innerlich bin ich schon im Psychofeld, aber ich profitiere. Bin ich schon davon. Ganz lange tot. Innerlich. Ja. Ja. Sehr traurig. Tut mir leid. Sehr traurig. Also ich muss Wir haben uns heute hier versammelt, um das Vor allem, von hättest du Wirbelwind nicht eingesetzt, ja. Hätte mein Vatulos, dein Donnerschlag, ja. Der mich so hart getroffen hat, einfach wegabsorbiert und wäre wieder geheilt gewesen. Stimmt. Ja, aber als ob du jetzt hier noch großartig mehr Heal brauchst. Also, es läuft ja schon. Es läuft richtig gut, ja. Abgesang, ja, mega nice. Perfekt, ja. Oh, jetzt wird's spannend. Mhm. Ein Unentschieden hatten wir noch nicht, oder? Nee, wir hatten noch kein Unentschieden bisher. Nee. Guck mal, das wär doch was Schönes, oder? Das wäre ein Traum, ein wahrer. Ein wahr gewordener Traum. Du musst jetzt nur lang genug überleben. Vielleicht Kyogre Boy rausnehmen, weil der ist immer noch hart gefährlich. Ja, wird auf jeden Fall passieren, ja. Du, Nadel, ja. Vergiftung, ja, please. Na klar. Kommt auf jeden Fall jetzt, ne? Crit war schon mal Vergiftung. Am Start.
Los, Vatulos, tu irgendwas eigentlich für dein Geld. Tu Alter! Itemsperre. Oh, ich weiß gar nicht, was das hat. So ein Item. Guter Attacke zu dem Zeitpunkt, Alter. Ja, weißt du ja nicht, was es was ist. Ah, doch, ich weiß, was es hat. Ist sogar vielleicht echt nicht bad. Es hat den Kingstein. Weil Strolch Kingstein. Alter, also heute ist wirklich schlimm mit dir, Alter. Weißt du, du hast mal echt coole Sachen gespielt, so mit Schneeball und Kram, Alter. Ich spiele auch nach wie vor noch Schneeball. Jetzt kommt der Pulverschnee, ja. Ja, wo denn? Ja, wo war dein Schneeball heute? Ich habe nur Beulenhelm, Set-Moves, Überreste, Leben aufgesehen, mehr nicht, Alter. Keine coolen Sachen. Hä? Keine coolen Sachen. Schlugkraut? Ja, das war überhaupt nicht. Nee, war nicht. War mit Siegeswille überhaupt nicht. Ja. Ich verspreche dir, es kommt noch ein Schneeball. Bestimmt. Nee, kommt nicht. Außerdem, momentan sieht es noch nach Unentschieden aus. Es sieht ein Scheiß aus! Also, du musst noch zwei Runden überleben, ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Vielleicht schaffst du es. Mhm. Ich drück dir die Däumchen. Ja, ich auch. Du musst nur Kyogre Boy jetzt rausnehmen. Alter. Quasar, Alter, ich versuche dran, seit 17 Runden den Typ rauszunehmen. Seit 17 Runden. Es passiert nichts, Alter. Oh, Alter, wie cool das wäre, ne? Wenn du jetzt Voltolos rausnimmst und ich mit Zielschuss jetzt den K.O.-Treffer dann lande. In der letzten Runde. Das wäre so cool, ja. Boah, Zertrümmer. Zertrümmer. Alter. Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob Blocky eines Tages noch irgendwann wieder glücklich werden wird. Das gerade reicht nicht. In seinem Leben. Komm, du musst diese Runde musst du überleben. Du hast noch die Hälfte deines Alter. Lives. Du diese bist Runde auf plus 5 und darfst zweimal angreifen. Erzähl diese mir nichts. Diese Runde. Groll. Macht nichts. Weil du, glaube ich, noch genug AP hast, hoffe ich für dich. Ja, mal sehen. Ne? Explosion. Klingensturm. Okay, macht auch nichts. Sehr unspektakulär. Und jetzt kommt es drauf an, was wollte ich. Jetzt kommt doch noch Schlag. Haut Kyogre Boy dich raus. Ja. 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 Und genau das ist das, wie die Metronomen-Battles seit 17 Wochen für mich laufen, Alter. Genau das. Genau das. Seit 17 Wochen würde ich jetzt nicht sagen. Wir machen jetzt, das ist jetzt, glaube ich, die 20. Folge oder so Metronomen-Battle. Und seit diesen 20 Wochen läuft ein Scheiß für mich. Ein Scheiß! Ein Scheiß! Ey, du hattest einmal hatten wir eine gute Aufnahme für dich. Da hast du, glaube ich, 6 von 8 gewonnen. Seitdem läuft nichts mehr. Da hast du recht. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall ein Mitleidsdäumchen wie immer da für Blocky. Mhm. Weil ihr müsst wissen, wenn ihr die Metronomen-Battles mögt, auch wenn die aktuell ein bisschen salzig sind. Nein, die sind nicht salzig. Aufgrund einer bestimmten Person. Die sind nicht salzig. Dann müsst ihr immer gegensteuern. Die sind mit nur Likes, mit Kommentaren, die sind Views, nicht salzig, damit Blocky die sind nur sehr tryhardig. Ne, ich verstehe das nicht. Seitdem Flo in der Draft-Liga mitgemacht hat, den tryhardet er nur noch rum. In jedem Projekt tryhardet er nur noch rum und hackt dann auf den kleinen armen Leuten rum, die nicht so viel Ahnung haben von dem ganzen Competitive-Zeug. Ich bin mega dass sie, Y. Dass sie, ja, woher soll ich arme Sau, ich kleines Licht, woher soll ich das wissen, dass man sowas nicht macht? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, dass der Surfer gegen Gengar ausreicht? Woher soll ich wissen, was man im Metronomen-Battles für Tactics spielt? Ich weiß sowas nicht. Und du nutzt dein ganzes Competitive-Wissen gegen mich aus und gewinnst deswegen natürlich alles. Leute, bitte, geht rüber zu Flo auf dem Kanal, lasst Dislikes da ohne Ende, Hate-Kommentare, alles da lassen, Alter. Immer ruf, der Junge braucht das. Immer ruf. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht das aber tatsächlich mal wirklich, schreibt mal eure kreativsten Hate-Kommentare und den besten lesen wir beim nächsten Mal. Nicht vor. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich lese ihn. Aber ich lese ihn nicht vor. Ja. Aber ich lese ihn. Das ist das nächste Pokémon. Ich lese ihn. Das wird mich in meiner Seele verletzen. Hoffentlich. Und das tiefe Narben hinterlassen. Es ist wenigstens eine Niederlage. Aber jetzt muss ich eine tiefe Narbe in eurem Herzen hinterlassen. Und zwar ist diese Folge beendet. Wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Schaut bei Flo vorbei. Lasst einen Hate-Kommentar da. Bis dann, Leute. Ciao.